Hallo, hier ist wieder der Captain. Willkommen im PBM 67. Ich spiele mit Deutschland und wir sind in Runde 36. 1840 vor Christus. Gut, womit fangen wir jetzt am besten an? Zunächst erstmal mit den Ereignissen, die wir heute dieses Mal haben. Wir haben ein Ereignis, dass Jerewan ein Barbarenlager zerstört haben möchte. Nämlich jenes, das letzte Runde hier errichtet wurde. Und wie wir beim Rüberscrollen sehen, möchte Mailand das auch zerstört haben. Was auch als nächstes kommen sollte hier irgendwo. Genau, da ist der Eintrag auch. Da können wir die schon mal wegklicken. Was haben wir sonst noch? Der Stadtstaat Hanoi gibt uns Punkte, wenn wir am meisten Technologien entdecken. Da wir die meiste Forschung haben von allen, sollte das eigentlich machbar sein. Muss halt sehen, dass ich Technologien entdecke und nicht nur Forschungspunkte generiere in große Technologien. Gut, und was haben wir sonst noch hier? Ihr seid dem Stadtstaat Valletta eingedrungen. Okay, ja, weil der da drin ist. Alles klar. Letzte Nachricht, Good Cat hat unser Angebot abgelehnt. Okay, war ja auch nicht besonders gut für ihn. So, was machen wir jetzt? Zunächst erstmal, wir wollen natürlich unserem Lager hier zu Hilfe kommen. Das ist ein Punkt. Zum anderen, wir möchten hier unten natürlich dieses Lager auch einnehmen. So, machen wir erstmal den Kampf hier unten. Einmal mit den Bogenschützen auf das Lager, weil der sich da verschanzt hat und ich sonst zu viel verlieren würde. Zack, und er ist weg. Dann nimmt der hier, weil der nämlich die Ausbildung Schock hat, diesen Barbaren weg. Zack, nochmal 8 Kultur. Und zu guter Letzt nimmt der das Lager ein. Und wir erhalten einen weiteren Krieger. Das Kriegerzüchten mit den Lagern klappt doch schon ganz gut. Ich habe jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7 Krieger. 7 Krieger und wir haben Runde 36. Die hätte ich doch im Leben nicht bauen können. Oder kaufen. Gut. Geld haben wir auch gekriegt. Was machen wir jetzt hier? Aha, der englische Speer. Der englische Speer ist verdächtig nahe dran an meinem Siedler. Jetzt will ich nichts riskieren. Wer weiß, was der macht. Dementsprechend ziehen wir den Siedler erstmal in den Westen. So. Der Bautrupp geht hier auf die Pferde. Der andere Bautrupp wird nochmal hier ein bisschen machen. Gut, jetzt habe ich gelernt, dass ich das Lager platt machen soll da unten. Und um dann hier auch schön mit einem Lager, was platt gemacht wird, hier gleich zwei kulturelle Stadtstaaten hoffentlich als Freund zu gewinnen. Das gibt nochmal einen schönen Kulturboost für ein paar Runden. Also machen wir das doch. Einmal die Einheit nach unten ziehen. Der wird in ein paar Runden unten sein. Zweite Einheit nach unten ziehen und den wir nach Westen geschickt haben, ziehen wir gleich mal wieder zurück. Der kann auch ruhig wieder zurückkommen. So, und was machen wir mit dem? Der kann auf diesen Hügel, um dann nächste Runde hier rüber zu gehen, so dass er irgendwann da hinten den Siedler beschützen kann oder die Bautrupps. Die sind nämlich nicht beschützt dort. Und wenn da irgendwer was kommt, wie der Speer, und einfach Krieg macht und dann einen Bautrupp nach dem nächsten wegnimmt, ist das nicht besonders schön und sie mir dann wegklaut. Gut, und geplant ist natürlich auch, dass diese beiden Einheiten hier auch wieder zurückziehen, um den Siedler und die Bautrupps zu beschützen. Die anderen zwei hier unten werden hier bleiben, um zu heilen und dafür zu sorgen, dass hier kein weiteres Lager entsteht und ich den Siedler hier hinpflanzen kann. So, Siedlerplätze also für die Zukunft. Einmal direkt auf dem Zucker. Und einmal hier unten an der Küste, weil er hier unheimlich viele Ressourcen hat. Die Stadt kann groß werden. Und noch zweimal Fische dazu. Das ist ideal für eine Stadt hier unten. Salz, Kühe, Pferde, Salz, nochmal Marmor, Schafe und 1, 2, 3. Nee, das andere...
auch die andere Kuh nicht mehr. Aber das sollte wunderbar sein. Und einige Hügel noch mit Produktion. Da würde ich dann auch eine Stadt, die an einem Hügel, an einem Berg liegen würde, hier erstmal vernachlässigen. Die kann später immer noch kommen. Gut, was machen wir jetzt noch als drittes? Wir machen jetzt noch den Clou mit Hamburg wieder, um eine Nahrung mehr zu bekommen. So, setzen wir die um auf den da. Hat er jetzt 9 Nahrung plus das da drauf. 5 Wert gebraucht, hat er 4 oben wieder drauf für die nächste Runde zum Wachsen. Und die Hämmerchen von dort kriegt er ja nachher beim Wachstum wieder. Gut. Ja. Gucken wir gerade mal. Forschung. Nächste Runde kommt Mathematik. Was, wie sieht es ansonsten aus mit der Forschung? Währung 9 Runden. Danach Reiterei und dann öffentliche Verwaltung. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht vielleicht noch Kalender zwischendurch einschieben sollte. Das wäre sicherlich eine Maßnahme, damit ich umgehend, damit ich den hohen Grad an Glücklichkeit beibehalte. Aber mal gucken. Da muss ich erstmal schauen mit dem Siedler hier. Kann ich immer noch machen zwischendurch. So, ansonsten die Punkte. Der Boe, da ist wieder eine seiner Städte gewachsen. Jetzt hat er eine Vierer, eine Zweier und eine Zweierstadt. Face hat keine Änderung. Good Cat hat eine Technologie. Segeln. Torgal hat jetzt die größte Stadt, nämlich eine Siebener Stadt. Wie uns die Demografie zeigt, 232.000. Anmar hat eine... hat nichts. Speckbrezel hat auch nichts. Gut, mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Demografie, alles beim Alten, nichts Besonderes. So schlimm ist es nicht. Dann sieht man sich beim nächsten Mal in Runde 37.